Eine vollwertige Sünde. Bei dieser Schokolade können Sie ruhig zweimal zugreifen. Heute gibt's mal keine Kartoffeln, Zwiebeln oder Gemüse, sondern etwas für die Seele. Denn Schokolade macht glücklich und stärkt die geistige Fitness. Die Schokolade ist komplett in Rohkostqualität. Das heißt, alle Zutaten sind komplett unraffiniert und unverarbeitet und somit in ihrer bioaktivsten Form. Und jetzt fangen wir auch schon an zu kochen. Kochen tun wir eigentlich nicht. Produzieren. Die Datteln entkernen wir und geben sie in einen Mixer. Dann fügen wir das geschmolzene Kokosfett hinzu. Dann mixen wir das Ganze einmal durch, damit wir schon mal eine flüssige Grundmasse haben. Nun fügen wir noch unsere restlichen Zutaten hinzu. Das ist einmal das Kakaopulver, Karaopulver, Vanille und Mandelmus. Die Masse mixen wir jetzt für ca. 3 Minuten kräftig durch, sodass sich eine schöne, flüssige und homogene Masse ergibt. Und so sieht das Ganze dann aus. Jetzt nehmen wir uns eine schöne Silikonform und schütten die Schokolade vorsichtig ein. Um die Schokolade noch ein bisschen zu verfeinern und interessanter zu gestalten, geben wir jetzt noch verschiedene Toppings hinzu. Ihr könnt natürlich nehmen, was ihr möchtet. Wir nehmen heute Pistazien, Goji-Beeren, Cashewnüsse und gekeimten Buchweizen für den extra Crunch. Das Topping streuen wir jetzt drauf und geben dann die Pralinen in den Tiefkühler. Alternativ könnt ihr natürlich auch den Kühlschrank nehmen, aber im Tiefkühler geht's schneller. Jetzt werde ich die Schokolade natürlich auch noch probieren. Ich fange mal mit der Pistazienschokolade an und arbeite mich dann langsam durch. Durch den hohen Kakaoanteil schmeckt die Schokolade natürlich etwas in die Richtung von Zartbitterschokolade aus dem Supermarkt. Aber durch die wirklich vollwertigen Zutaten schmeckt sie viel vollwertiger und sinnlicher und cremiger. Probiert es sehr, sehr gerne aus. Ihr könnt die Toppings, wie gesagt, variieren. Schreibt mir in die Kommentare, wie euch das gelungen ist oder welche Variationen ihr genommen habt. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen und freue mich aufs nächste Mal.